Willkommen zurück im nächsten Part von Super Mario Bros. Super Mario Bros. Super Mario RPG The Legend of the Seven Stars. Letzter Part sind wir als Polizist dem Dieb auf die Schliche gekommen, konnten ihn mehr oder weniger besiegen, haben die Münzen von Mallow zurückgeholt, beziehungsweise die Münzen von seinem Großvater. Und sind dann ins Pilzreich zurückgekommen und dann war hier auf einmal so eine Invasion von Pogo-Stick springenden Shy Guys. Wir haben versucht, uns durchzukämpfen bis zum Bettraum der Prinzessin, weil sich die meisten da drin versteckt haben, und helfen dem Todd jetzt auch da reinzukommen. Nicht so schnell! Guck ihn dir an. Kann nicht mal springen. Vielleicht können wir auf seinen Kopf springen. Nee, also. Ne, muss ja nicht sein, Leute. Und. Aber wieso. Das kann man leider nicht blocken, den Angriff, das ist kacke. Ein HP hat er vermutlich jetzt noch, das ist natürlich super. Gewonnen. Schon wieder von Mario gerettet? Ich kann dir echt niemals genug danken. Du bist in einem einen Stück. Ich verdanke das Mario natürlich. Oh nein! Der Kanzler ist noch immer im Thronraum. Was? Das ist ja schrecklich. Aber mit Mario um uns rum, wir sind sicher, oder? Da könnt ihr drauf wetten. Los! Er wartet! Dauert nicht lange, komm, eine Sekunde! Hier, nimm das! Die Prinzessin wäre glücklich, wenn du etwas von ihr hättest! Und noch ein Flower Tap. Die benutzen natürlich direkt. Da lumpe ich mich mal nicht. Okay, dann retten wir mal kurz den Kanzler. Gehen wir weg, Pogo-Guy. Drei von den Assis. Na super. Gehen wir los, tot. Na, rächt dich Mario jetzt halt, Mellow. Na, rächt er dich. Ach ja, das Spiel ist schon schön. Mir gefällt es, das ist super. Bis jetzt. Wie gefällt euch das Spiel bis jetzt? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Würde mich extrem interessieren, was ihr von dem Spiel so haltet bis jetzt. Ich meine, an sich ist es ja ganz gut eigentlich. Bis jetzt. Wir müssen mal überlegen. Gut, das Ganze 96 schon raus, also relativ spät schon, aber wiederum, eigentlich ist er noch sehr, sehr alt und das erste RPG halt deswegen, das erste Mario RPG. Wohin nimmst du ihn mit? Leute, ich glaube, wir haben unser neues Zuhause gefunden. Wir können überall rumspringen, den ganzen Tag lang, und da ist niemand, der uns im Weg steht. Ja! Lass uns die ganze Nacht durchspringen. Na, pass mal auf, ey. Nicht so schnell. Luke, guck ihn dir an. Er kann nicht mehr springen. Ja.
Listen, hört gut zu, Gang. Dieser Typ wird unsere Party aufhalten. Sind wir darüber glücklich? Du sagst es. Du hast es verstanden. Du hast die falschen Leute ausgesucht. Na, dein Schnauzbart ist echt scheiße. Das Spiel heißt Super Mario RPG The Legend of the Seven Stars und ich glaube, ich habe da hinten den allerersten der 7 Sterne gesehen, die wir sammeln müssen. Glaube ich zumindest. Wenn ich gerade eben den ersten gesehen habe. Boah, warum machen die so viel Damage? Alles klar. Flamme. Du asozialer Affe. Aber ich glaube, wir müssen eh erstmal gucken, dass wir die Handlanger da zerstören, weil die machen das größte Problem. Weil die machen am meisten Schaden. Oh, wir haben ihn gestunt. Durch den Blitz vermutlich. Okay, 41. Mach nochmal Thunderbolt. Das killt dann nämlich die kleinen Handlanger da unten. Flamme. Ich glaube, das ist der erste richtige Endgegner ist das hier. Aber kein Problem natürlich für uns. Letzten Part haben wir erst den anderen Affen besiegt, das ist diesen Dieb da. Flammenwall. Oh gut, okay. Habe ich jetzt stärker eingeschätzt. HP-Regen nochmal, weil das ist wichtig, der braucht ja Leben, der gute Mellow. Neue Gehilfen kann er sich nicht holen. Jetzt, ich sag's, in dem Moment passiert, eigentlich ist das schon irgendwie traurig wieder, ne? Aber das reicht, um die zu killen. Alles klar, hau halt ab. Oh, Max HP. Komm, einmal nochmal Thunderbolt. Ist nicht gut gegen die. Spucken die mich nochmal an. Aber alles halb so wild. Der ist nicht down. Und der auch. Er ist wieder da, okay. Macht halt nicht viel Schaden, das Problem, aber ich muss es irgendwie probieren. Ich hätte es auf Thunderbolt machen können, das macht halt nicht so viel Schaden. Dann behalte ich lieber die Blumenpunkte für Mario. Der damit deutlich mehr anfangen kann. Mit ihm heile ich dann die Blumenpunkte lieber. So. Komm her.
Nochmal auf deinen Kopf. Jetzt können wir mal Thunderbolt machen. Um noch ein bisschen Schaden zu machen, ne? Oh, ich habe das Timing rausgefunden dafür. Wenn die Blitze einschlagen, muss man drücken. Interessant. Ich probiere es nochmal. Nicht zu spät, zu früh. Viel zu früh. Mellow's down. Das ist ein Problem, weil Mellow down ist. Ich weiß nicht, ob ich ihn wiederbeleben kann. Nur mal gucken in der Theorie. Geht nicht. Wir müssen den jetzt irgendwie kaputt machen. Mal. Kann ja sein, wie viel Leben hat denn der Apfel? 3000 oder was? Hallo. Stirb doch. Sackgesicht. Ah, da ist er doch down. Erster richtiger Endboss geschafft. Super. Der erste der 7 Sterne. Wir erhalten den ersten der 7 Sterne. Oder? Türkis. Schöne Farbe hat der. Finde ich super. Geil, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben den ersten Stern. Erstes Sternenteil erhalten. Von 7 Stück. Sehen wir auch nochmal hier. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Der Typ mit dem Schnauzer ist echt stark. Stark, ja. Wir müssen den Boss warnen. Nur schnell. Ich gucke ganz kurz, wie lange der Part schon ist. Muss ich ja mal zwischendurch mal machen. Kennt ihr ja, ne? Bis gleich. Sind ja erst 13 Minuten. Dann können wir noch ein bisschen machen. Wir reden mal mit dem Kanzler. Grazieux. Oh, es ist, bist du Mario? Was für eine Sache hier. Wieder mal Mario der Retter. Aber wo sind die? Kanzler! Sir! Gott sei Dank sind sie okay. Mario, du warst also der uns durch das alles gebracht hat hier. Wir sind hier so dankbar. Erst die Prinzessin, jetzt das hier. Das ist für meinen Bart zu viel. Mario. Vielleicht können wir meinen Großvater um Hilfe fragen. Er weiß einfach alles. Entschuldige bitte. Wer bist du? Oh, hallo. Mein Name ist Mellow. Ich bin von Tadpole Pond. Schön. Jeder Freund von Marius ist willkommen im Pilzkönigreich. Ach, wo ich es gerade sage, Mario. Du bist unsere einzige Hoffnung. Mario, bitte. Du musst die Prinzessin retten. Jetzt. Mario,
Ich bin in deinem Team. Lass zu meinem Großvater in Tadpole Town. Tadpole Pond. Gott, ist das schwer. Tadpole Pond gehen. Er kann uns helfen. Warte, warum bin ich eigentlich ins Quizkönigreich gekommen? An erster Stelle. Ich erinnere mich nicht dran. Ich werde es aber früh genug noch rausfinden. Könnte sein, dass Mac das schwertähnliche Monster, was ins Pilzkönigreich eingedrungen ist, irgendwas mit dem Sternpiece zu tun hat, was Mario gefunden hat. Unsere Helden begeben sich Richtung von Kiro Sievers. Ja, machen wir uns auf den Weg ein bisschen, ne? Vorher aber gehen wir ganz kurz mal in den Itemladen, denn wir brauchen definitiv mal ein paar Items. Hey, Mellow! Wo bleibst du denn? Ich hab angefangen, mir Sorgen zu machen. Hallo, Mister. Ich habe meine Münzen zurück. Das ist schön. Hier ist das Ding, was ich dir versprochen habe. Pass auf, dass es nicht geklaut wird oder gegessen wird oder was auch immer. Dein Großvater braucht es. Wirklich, okay. Cricket Pie. Ich wette, Mario, ich danke dir so sehr. Großvater wird so glücklich sein. Stimmt, also einerseits ist das natürlich gut. Weißt du, ich hasse es zuzustimmen, aber ich liebe diesen Job hier. Wo noch suchst du? Oh! Das ist mal gut. Pants können wir immer anziehen. Das Antidot-Ding auch, das habe ich gelesen. Nach dem dritten Part, glaube ich, war das. Habe ich gesehen, dass das hier Poison Damage vorbeugt. Jetzt braucht er nur noch eine Waffe, der gute Blau. Um mehr Schaden zu machen. Zu Key Receivers. Sieht schön aus. Das ist der Eingang. Großvater sagte, wir sollten aufpassen vor Beloam. Was auch immer das ist. Es ist vielleicht nur ein bisschen dunkel dort unten. Also sei vorsichtig. Ach, die Szene, die habe ich doch auch gesehen im Intro, oder nicht? Im Intro, ganz am Anfang, im ersten Part. Hä? Ach nee, doch nicht, okay. Oh, und eine Untergrundwelt. Ah, ein Sternpiece ist auch angezeigt, okay. Oh, Wasser. Interessant.
Dass du das damals der Engine auch schon hinbekommen hat, ist cool. Ah, ich kann nur hier so rausspringen, wo der Boden ist. Okay. Okay, steht hier was? Ja. Okay. Okay, erzählt mir gerade, wenn ich auf einer Röhre stehe, muss ich nach unten drücken auf dem Controller, damit ich runter, also damit ich reingehen kann. Wenn ich andere Knöpfe gewählt, geht das halt nicht. Okay, das ist weird, dass die Wand einfach so schwarz ist. Gucken wir uns mal ein bisschen hier oben. Aha. Oh, Cheep Cheep. Komm mal her. LOL. Das sieht aber LOL aus, wie wir so unter Wasser gegen die kämpfen. Wie stark sind die nicht? Gobi heißen die. Hier sind keine Cheep Cheeps, sind Gobi. Tut mir leid. Mal geblockt. Bam. Aufs Maul. Lohnt sich das? Geben genug Erfahrungspunkte? Ja, Level up. Als Verteidigung muss der definitiv mal hoch. Das ist eine Spezialverteidigung, weil man die normale Verteidigung irgendwie nicht leveln kann, aber. Also, es gibt ein paar Stellen gibt es hier. Es gibt die Röhre und es gibt noch eine andere, die läuft drüben. Was? Buhu. Ich gucke ganz kurz, wie lange der Partner jetzt schon geht. So, Leute. Ich weiß nicht genau, wie lange er geht, weil er mir die Zeit wieder nicht anzeigt. Aber ich denke, wir beenden den Part einfach jetzt mal hier. Ich werde jetzt noch mir ein paar, ein, zwei Folgen von Super Mario Bros. X von Nintendo reinziehen. Dann ins Bett gehen. Ja, und dann in ein paar Tagen die nächsten Parts aufnehmen, die nächsten Videos. Ich danke euch fürs Zusehen. Ein Abo wäre total nett. Wenn ihr das Video bewertet, wäre super. Einen netten Kommi sehe ich auch immer gerne. Ja, und guckt auf meine anderen Videos auch vorbei. Little Inferno läuft momentan ja noch parallel. Auch super tolles Spiel. Ja, bis dann und ciao.